Bismillahirrahmanirrahim, mit dem Namen Allahs beginnen wir. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zurück. Wir sind im letzten Teil an der Frage stehen geblieben, wie Yusuf a.s. wohl reagieren wird, nachdem die Frau des Herrschers über Ägypten ihn verführte. Allah Ta'ala berichtet über Yusuf a.s. Er sagte, Allah schütze mich davor. Er, mein Herr, hat mir einen schönen Aufenthalt bereitet. Gewiss den Ungerechten wird es nicht wohl ergehen. Was für eine Standhaftigkeit. Das sollte uns eine Lehre sein in unserem Leben. Yusuf a.s. sollte unser Vorbild sein. Denn er tat genau das Richtige. Nämlich er suchte sofort Zuflucht bei Allah Ta'ala, dem Allsehenden und Allmächtigen. Und sollten wir, möge Allah Ta'ala uns bewahren, uns einmal in einer Situation wiederfinden, die ähnlich ist, wie die Situation von Yusuf a.s., dann sollten wir uns an unser Vorbild, den Propheten Allahs, Yusuf a.s., erinnern. Und es geht hier nicht nur darum, wenn eine Frau sich jemandem anbietet, sondern, und jetzt muss ich etwas deutlicher sprechen, es geht auch zum Beispiel ums Handy. Wie oft ist man kurz davor und der Shaitan treibt einen an, man blendet alle möglichen Folgen aus. Ja, wie oft ist man kurz davor, Seiten mit pornografischen Inhalten zu öffnen? Die Türen sind zu, keiner sieht einen. Die Kopfhörer sitzen auf den Ohren, keiner hört also was. Den Verlauf kann man wieder löschen, also wird auch im Nachhinein keiner was erfahren. Doch dabei vergisst man, dass Allah Ta'ala einen immer und überall sieht. Allah Ta'ala sagt, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Weiß er denn nicht, dass Allah sieht? Und bedenke, dass Allah Ta'ala seine rechtschaffenen, auserwählten Diener vor üblen und schändlichen Taten bewahrt. Denn Allah Ta'ala sagt, dies geschah, damit wir das Böse und das Schändliche von ihm abwendeten. Er gehört ja zu unseren auserlesenen Dienern. Allah Ta'ala ist es, der uns auf dem geraden Weg festigt. Deswegen müssen wir stets bitten und sagen, O Allah, du Wender der Herzen, festige mein Herz auf deiner Religion. Denn dies war sogar eines der Bittgebete, welches der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr oft aussprach. Zurück zur Geschichte. Yusuf alaihi salam ist nun weggeeilt und zur Tür gerannt und ebenso die Frau. Dabei hat sie sein Hemd von hinten zerrissen. Nun kamen sie zum Herrscher über Ägypten. Die Frau versuchte natürlich, ihr Vergehen zu verdecken, und behauptete, Yusuf a.s. hätte ihr Übel antun wollen. Doch Yusuf a.s. sprach die Wahrheit und sagte, dass sie es war, die versucht hatte, ihn zu verführen. So kam es nun zum Vorschlag, dass man doch schauen sollte, wie denn das Hemd zerrissen sei. Ist eigentlich logisch. Sollte es von vorne zerrissen sein, dann ist das ein Indiz, dass Yusuf a.s. sie begehrt hätte. Und die Frau sich gewehrt hat und dabei, während sie sich verteidigt, sein Hemd zerrissen hat. Aber andersrum, also sollte das Hemd nun von hinten zerrissen sein, dann deutet das doch eher darauf hin, dass Yusuf a.s. unschuldig ist und vor ihr abhauen wollte und sie dabei ihn von hinten am Hemd gepackt hat und es zerrissen hat. Und genau so war es. Doch nun begannen die Frauen in der Stadt zu reden. Und diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Jetzt springen wir hier etwas nach vorne, und zwar an dem Punkt, an dem die Frau Yusuf a.s. drohte. Entweder du tust, was ich dir befehle, oder du landest im Gefängnis. Und sieh, was er antwortete. Allah Ta'ala berichtet über Yusuf a.s. Er sagte, mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Das lehrt uns eine Sache ganz deutlich. Vertrau nicht auf deine vermeintliche Stärke, sondern es ist Allah Ta'ala, der dich festigt und bewahrt vor den Sünden. Nun springen wir wieder etwas nach vorne. Yusuf alaihi salam ist nun im Gefängnis gelandet. Und dort wurden seine Mitgefangenen direkt auf ihn aufmerksam.
Denn eine rechtschaffene Person strahlt nur so voller Iman und Rechtschaffenheit. So befragten sie ihn über ihre Träume und Yusuf alaihis salam antwortete ihnen. Doch hier können wir eine sehr wichtige Lehre in Bezug auf die Da'wah sehen. Und zwar genau in der Antwort von Yusuf alaihis salam. Allah Ta'ala berichtet über Yusuf alaihis salam: Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Und ebenso: O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah der eine, der Allbezwinger? Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das Urteil ist alleine Allahs. Er hat befohlen, dass ihr nur ihm dienen sollt. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen nicht. Das bildet nämlich eine der Grundlagen für die bekannte Go-Rap-Da'wah-Methode. Denn hier lernen wir anhand von Yusuf alaihis salam, wie man Da'wah zu machen hat, beziehungsweise was wichtig ist. Und zwar geht es hierbei darum, zuerst die Menschen zu Allah Ta'ala und dem Monotheismus zu führen, anstatt mit einem Nichtmuslim über zweit- oder drittrangige Themen, wie zum Beispiel über die Beschneidung der Jungen, zu sprechen. Jetzt springen wir noch einmal weiter nach vorne. Yusuf alaihis salam ist nun nach einigen Jahren aus dem Gefängnis gekommen, nachdem er einen Traum, den der Herrscher über Ägypten sah, deutete. Somit hat ihm das Wissen, welches Allah Ta'ala ihm gelehrt hat, aus den tiefen Dunkelheiten des Gefängnisses befreit und ihn auf eine hohe Position gehoben. Denn mit diesem Wissen erhöht Allah Ta'ala seine aufrichtigen Diener. Und sieh, Subhanallah, die Wahrheit wird siegen. Denn Yusuf alaihis salam kam nun aus dem Gefängnis frei und die Wahrheit kam ans Licht. Allah Ta'ala berichtet: Die Frau des hohen Herrn sagte: Jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich habe versucht, ihn zu verführen, und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Somit ließ Allah Ta'ala ihre List gegen ihn offenkundig zeigen, und die Wahrheit siegte. Und nicht nur das, Allah Ta'ala hob Yusuf alaihis salam weiter empor, denn der Herrscher nahm ihn zu sich und Yusuf alaihis salam bekam einen sehr hohen Posten, heute ungefähr vergleichbar mit der Person, die über die Ressourcen eines Landes entscheidet. Vielleicht ungefähr vergleichbar mit den Aufgaben eines Finanz- oder Wirtschaftsministers. Eine sehr einflussreiche Position. Dazu sagt Allah Ta'ala: So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land, sodass er sich darin aufhalten konnte, wo immer er wollte. Wir treffen mit unserer Barmherzigkeit, wen wir wollen, und wir lassen den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Merke dir, Allah Ta'ala lässt den Lohn der Gutestuenden niemals verloren gehen. Und manchmal trifft dich eine schwierige Phase, eine Zeit voller Probleme, und du findest keinen Ausweg mehr, dann denke an die Geschichte von Yusuf alaihis salam. Denke an den Werdegang von Yusuf alaihis salam, aus den Tiefen des Brunnens bis auf den Thron in Ägypten. So, und jetzt hat mich die Regie freundlich angewiesen, etwas abzukürzen. Denn es geht ja schließlich darum, einige Auszüge aus der Geschichte von Yusuf alaihis salam zu erläutern und nicht die ganze Geschichte von A bis Z. Aber da mir diese Geschichte sehr am Herzen liegt, habe ich mich hier jedoch in einigen Einzelheiten verloren. Wir könnten wirklich noch sehr ausführlich drüber sprechen und weitere Lehren ziehen, aber dazu wirst du in Zukunft inshallah einen anderen Kurs finden. Du kannst dich bereits auf viele weitere und vor allem ausführliche Geschichten der Propheten freuen, inshallah. Auf jeden Fall springen wir nun einen großen Sprung nach vorne. Und zwar bis an den Moment, an dem seine Geschwister und seine Eltern nach Ägypten kommen und wieder mit ihm vereint sind. Denn genau jetzt bewahrheitet sich das, was Yusuf alaihis salam ganz am Anfang der Geschichte im Traum gesehen hat. So sagt Allah Ta'ala: Und er hob seine Eltern auf den Thron empor, und sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Er sagte: O mein lieber Vater,
Das ist die Deutung meines Traumgesichts von zuvor. Mein Herr hat es wahr gemacht. Und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte. Nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in der Durchführung dessen, was er will. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Und das letzte Dua dieses rechtschaffenen Propheten war, indem er sprach: Mein Herr, du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der Deutung der Sprüche gelehrt. O du Erschaffer der Himmel und der Erde, du bist mein Schutzherr im Diesseits und Jenseits. Berufe mich als dir ergeben ab und nimm mich unter die Rechtschaffenen auf. Sein Wunsch war, dass Allah Ta'ala ihn als Muslim sterben lässt und ihn im Paradies mit den Rechtschaffenen vereint. Was für ein Dua, was für ein Prophet und was für eine Geschichte. In diesem Sinne, möge Allah Ta'ala uns Standhaftigkeit schenken, uns als Muslime sterben lassen und uns mit den Rechtschaffenen im Paradies vereinen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.